Da wären wir, Sir. Ich vermute, Havelock, Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht wieder. Viel Glück, Corvo. Wenn es jemand verdient, dann Sie. Grüßen Sie Emily von mir. Wenn sie auf dem Thron sitzt, wird sie keine Zeit mehr für einen alten Mann wie mich haben. Ich wusste, dass Sie gerissen sind, Corvo. Aber Sie haben es geschafft, das ganze Chaos zu überstehen, ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Dafür mein Respekt. Die Stadt fängt sich wieder, glaube ich. Zu viele gute Leute, um alles verfallen zu lassen. Ich gehe besser. Das Schlachtfeld ist kein Ort mehr für einen alten Seemann wie mich. Die Zeit ist lange vorbei. Viel Glück, mein Freund. Verdammte Ratte!